Go. Hallo, hier ist wieder Duni am Freitag, verspätet am Samstag, aber das ist ja jetzt völlig egal. Zum Wochenthema haben wir diese Woche Sex und Liebe. Geht das? Also erstmal möchte ich euch meine Kumpelin vorstellen, das ist die Patricia. Ich bin jetzt bei ihr und dazu Mira von Regenbogen TV hinter der Kamera. Du kannst mal die Kamera drehen, damit die dich auch sehen. Genau. Also es ist folgendermaßen, wieso dreht du nie woanders ein Video? Wir waren heute bei einem Lesbentreff gewesen, ist aber nichts draus geworden. Und dann haben wir gedacht, die meisten wollten woanders hingehen. Wir waren aber ganz anderer Meinung gewesen. Dann haben wir gedacht, egal, wir nehmen jetzt Mira mit und noch zwei weitere Mädels, die jetzt schon weg sind. Und haben uns hier hingechillt, rauchen Shisha, haben Lasagne gegessen und Kuchen und trinken Chai-Tee und gucken Videos und entspannen uns dabei. So, das Wochenthema Sex ohne Liebe, geht das? Also ich finde, das ist ein ziemlich komisch so betitelt, weil das ist so ein ziemliches Schwarz-Weiß-Denken. Liebe oder keine Liebe, aber ich finde, zwischen Liebe und keine Liebe gibt es noch viele andere Emotionen. Deswegen sage ich, ja, es geht Sex ohne Liebe, weil wenn man jetzt eine Partnerin kennenlernt oder ein Mädel kennenlernt, dann macht sich das ja langsam an. Man verknallt sich, dann kommt das Verliebtsein und im Nachhinein kommt ja erst die Liebe. Das heißt, bevor es überhaupt Liebe ist, schläft man ja auch schon miteinander. Und man wartet ja nicht erst 5, 6 Monate so, ja, jetzt liebe ich dich, jetzt können wir mal einen jucken lassen. So ist das ja auch nicht, ne? Also deswegen bin ich der Meinung, kurz und knapp, es funktioniert, weil das wäre einfach auch zu übertrieben, so. Bis man wartet, bis man liebt. Willst du auch mal was dazu sagen? Was denkst du drüber? Ja, ich denke, Sex ohne Liebe funktioniert, aber nicht auf lange Zeit. Nee. Also es geht wirklich nur auf eine bestimmte Zeit, so. Weil auch wenn man Sex miteinander hat, es baut sich ja trotzdem etwas auf, so hormontechnisch gesehen, weißt du? Da sind ja trotzdem irgendwie auch Gefühle für diejenige dann in dem Moment da. Ja. Also es ist jetzt vielleicht nicht so etwas wie Liebe, aber es sind trotzdem Gefühle da. Eben. Also man müsste dann eher sagen, geht Sex ohne Gefühle? Ja. Weil ich finde, wenn ich jetzt mit jemandem schlafe, so, es muss nicht immer gleich Liebe sein oder verliebt sein, aber da muss schon so eine gewisse, so eine Chemie muss da sein, so ein gewisses Gefühl und Interesse auch. Und deswegen sage ich, Sex ohne Liebe geht, aber nicht zu 100%. Nicht zu 100%. Mhm. Aber mit richtiger Liebe einfach wäre das noch viel, viel schöner und gemeinsamer. Und ja, Mira, willst du auch mal was dazu sagen? Nein. Nein, ich mische mich da nicht ein. Ich film nur. Du filmst nur? Okay. Willst du noch was dazu sagen? Hm. Nee? Geht dann jetzt mal eine andere Frage. Geht denn Liebe ohne Sex? Geht Liebe ohne Sex? Das ist doch noch viel interessanter. Ja. Geht Liebe ohne Sex? Ich sage, nein, das geht nicht. Außer man ist vielleicht schon 30 Jahre oder so verheiratet. Ich glaube, dann ist auch tote Hose im Bett, ne? Ja. Ich denke mal, das geht bis zu einem gewissen Zeitpunkt, geht das. Genau. Ja, das ist wirklich so. Es geht, also ich spreche aus eigener Erfahrung, es geht wirklich nur bis zu einem gewissen Zeitpunkt. Und wenn man dann immer noch keinen Sex miteinander hat oder hatte, macht man dann auch irgendwann miteinander Schluss. So. Ja. Weil das einfach für eine Beziehung so nicht tragbar ist. Also ich denke, eine Beziehung oder eine Liebe ohne Sex, das funktioniert nicht. Denke ich auch. Ja. Ich meine, es reicht nicht, dass da nur Streicheleinheiten und Küsserei und sowas ist. Da muss einfach noch mehr her. Aber oft fällt auch das sogar weg. Also diese Zärtlichkeit, irgendwie ist man da nur zusammen und ja. Besonders wenn man länger zusammen ist und dann fehlt oft diese Leidenschaft. Ja. Nicht in jeder Beziehung, aber es fehlt dann halt sehr oft, dass dann so eine gewisse Leidenschaft fehlt und das ist dann eigentlich ziemlich schade. Ja. Ja. So viel dazu. Ich will mich jetzt auch nicht weiter verquatschen und
ich bin komplett. Ja, das ist Patricia, die ist cool drauf, immer noch zu haben. Zu haben, Single, Lesbierin. Und wir sitzen gerade in ihrer wunderschönen Wohnung. Also sie hat eine echt schnieke Wohnung, ein wunderschönes Bett und es ist sehr einladend. Also Mädels, pop, pop, pop. Wenn ihr sie kennen wollt, schreibt mich an. Nein, das soll jetzt auch keine Single-Börse werden. Obwohl, nur mal so am Rande. Ja, das war's von mir, von uns. Von uns. Von Mira, von Regenbogen TV. Am Freitag, ne? Thomas, Gänsefüßchen, Freitag. Nee, ja, das war's dann von mir. Diese Woche, wir sehen uns dann nächste Woche. Wenn ihr wollt, schaltet ein. Check it out. Check it out. No, ciao. Rosie Woods. Peace.